So schnell vergeht ein Jahr und wieder steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Das Fest der Geschenke, aber natürlich auch der Lieder. Günter Trappmeier gelang es am 6. Dezember 2016 mit Dennis Jail and the Imperials ein besonderes musikalisches Highlight im Welser Stadttheater präsentieren zu dürfen. Und wie feiern die vierfachen Grammy-Gewinner Weihnachten? Ja, wir feiern Weihnachten mit unseren Familien, verteilen Geschenke an unsere Kinder, Tanten, Onkeln, Cousinen und Cousins. Und wir lesen die Bibelgeschichte von der Geburt Christus. Das machen wir für unsere Kinder. Wir wollen, dass sie den Sinn von Weihnachten verstehen und dass sie verstehen, dass uns dieses Fest persönlich sehr am Herzen liegt. Ich bin der Einzige von den dreien, der bereits Kinder und Enkelkinder hat. Eigentlich bin ich nicht so viel älter wie die anderen, ich habe halt etwas früher begonnen. Bei uns ist es genau wie bei Terry. Auch ich habe die Chance, mit meiner Familie zusammen zu feiern. Wir haben ein starkes familiäres Erbe in der Bibel und wir wollen das an die nächsten Generationen weitergeben. In the Bible and what it means. And we'd like to pass that on to the generations to come. Das ganze Schenken und die Lichter am Weihnachtsbaum und überall, ja, das macht Spaß und es gehört natürlich zur Tradition. Aber für uns geht es um die Geburt Christus. Die Show haben wir heute mit Stille Nacht beendet und man hat es gehört, das Publikum hat mitgesungen. Das ist ein sehr bewegender Moment, der uns in Weihnachtsstimmung bringt. Nach diesem Abend sind wir bereit für Weihnachten. Es ist großartig. Wir lieben Weihnachten. Mit Dennis Jail, dessen Stimme oft mit jener von Elvis Presley verglichen wird, wurde das Publikum zurück in die Zeit um 1950 versetzt und so mancher Konzertbesucher hätte doch ganz gerne das Tanzbein geschwungen. Ich war eigentlich voll bereit, aber zwischen die Sitze ist das schwer möglich ein bisschen. Ich habe mir schon gedacht, ich stehe auf die Sitze und tanze, aber wenn ich einen runterfahre, dann bricht mir was. Das ist auch nicht, aber so der Rhythmus war Wahnsinn. Normal gehört die Reihen raus und voll mit tanzt. Ja, klar, da reißt mir was von Hocker. Eigentlich schon, ja. Wir zwei sind ein Tänzer, mein Mann und ich. Das war natürlich. Geht aber leider nicht. So klatscht man ein bisschen mit, ne? Ja, also gut, tanzen ist da war nicht der Fall, aber ich gehe da voll mit. Also da, ich habe ja, glaube ich, ein relativ gutes Taktgefühl und wie gesagt, ich kenne diese Aufführung schon und ich bin so gern wieder hergekommen und da geht mein Herz auf. Ich glaube sowohl als auch. Ja. Ich habe heute schon mitgeklatscht und freue mich eigentlich dann schon in weiterer Folge vielleicht sogar aufs Mittanzen. Zuhören ist wunderbar. Ich würde gern tanzen, aber über Loge das so eng. Und wie schafft man es, diese tollen Musiker nach Wels zu bekommen? Ja, wie viele andere Musikgruppen auch, indem man Kontakte hat und das jahrzehntelang macht, den Job. Und natürlich die Freundschaft zum Dennis Jail.
Do you love Austria? Oh, mögt ihr Österreich? Um Gottes Willen, es ist wunderschön hier. Und ich finde, Wien ist die schönste Stadt in ganz Europa. Das habe ich auch sehr leise zu den Leuten in Paris gesagt. Wir lieben Wien, es ist einfach eine tolle Stadt und die Leute sind toll. Sie sind immer so freundlich und auch die Musikszene ist toll. Jetzt sind wir da heute bei Rocking Christmas. Spielt man bei Ihnen zu Hause dann auch Rocking Christmas unterm Weihnachtsbaum? Ja, ich liebe es. Mache das schon, sagen wir mal, seit meiner Jugend. Auch mit Nelwig Andreas zusammen. Haben wir sehr, sehr viel in Richtung Rock'n'Roll und Blues gemacht. Und es war immer wunderbar, mit ihm zusammen zu spielen. Und darum liegt es eigentlich in unserer Natur, dieses Rocking Christmas. Naja, und am Christbaum wird Stille nachgespült, das ist ja klar, das ist einmal das Wichtigste. Und ansonsten Jingle Bells und solche Dinge halt, die üblichen Sachen halt. Elvis auch? Doch, ja, doch, ist auch was dabei, ja. Ja, ich brauche zwar im Prinzip keine Einstimmung, aber wenn man es so nimmt, es ist ein anderer Ort, es ist nicht Stille Nacht, Heilige Nacht, sondern es fährt einfach und ich bin da eher auf der lustigen, schnellen Seite. Keine Lieder vom Elvis, ja, sondern klassisch der Österreicher, Stille Nacht, Heilige Nacht, bevorzugen wir. Stille Nacht, Heilige Nacht, natürlich traditionell. Going home for Christmas, Santa Claus is coming to town, Rocking Christmas natürlich, es gibt viele, viele gute Lieder. Stille Nacht? Am 24. Does it make a difference to you playing? Macht es für euch einen Unterschied, ob ihr für 1000 oder für 120 Leute im Saal spielt, so wie heute Abend? Nicht im geringsten, es geht nicht um die Zahlen. Die Menschen, die kommen, verdienen unsere beste Leistung und da ist es völlig egal, ob es 5000 oder 200 oder 120 Leute sind. Wir haben heute unser Bestes gegeben und dieses Publikum war einfach wunderbar. Wir dachten schon, es sind dreimal so viele hier. So wie sie mitgemacht haben und die Energie, die sie uns gegeben haben. Das Publikum muss verstehen, dass es einem Sänger sehr viel Energie gibt. Und das putscht uns natürlich auch und man möchte dann noch mehr geben. Es ist auf jeden Fall so, wir geben und das Publikum gibt. So funktioniert das. Abschließend bekamen wir noch ein Ständchen von den Imperials. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, right. Mother and
Merry Christmas!